das ist so herrlich, herrlich. Und ich bin gerade das losgefahren. Geile Scheiße. Ja, es wäre so schön gewesen, mit der Fähre darüber zu fähren. Ich habe euch mal fotografiert. Froschmünden erreicht. Ja. Tja. Guten Morgen. Heute ist der 26.07. Ich habe heute hier übernachtet auf dem Campingplatz. War natürlich hier ordentlich was los, deswegen konnte ich das nicht vorher filmen. Wir haben hier gestern gesessen und haben zu Abend gegessen und heute früh Frühstück. Jetzt geht's los nach Hannover-Schmünden. Ich habe ungefähr 66 Kilometer vor mir. Dann im Prinzip die Weser erstmal auf der linken Seite nach Hannover-Schmünden und wechsel dann rüber auf die rechte Seite. Mit Fähre oder Brücke mal sehen. Ja, das ist jetzt hier der Campingplatz. So Hütten wollte ich eigentlich haben, aber im Zelt. Ich habe grauenvoll geschlafen, aber man muss sich ja mal dran gewöhnen. Die Rezeption mit Duschen und Toiletten und so. So, ich mache mich auf den Weg, damit ich vorwärts komme. Gut, wir sehen uns auf Strecke. Bis gleich. Und da hinten komme ich jetzt. Und in die Richtung geht's. Das ist so herrlich, herrlich. Richtig schön. Richtig, richtig schön. Ich bin in Fürstenberg und jetzt bin ich das erste Mal geschafft. Den Berg bin ich dort hochgekommen. Und jetzt müsste ich normalerweise, keine Ahnung, ich muss zur Weser runter. Das ist Christuskirche in Fürstenberg. So, ja, guckt mal, im Eco nur noch 71 Kilometer und ich bin gerade erst losgefahren. Geile Scheiße. 66 Kilometer hat die Strecke. Mein Fahrrad will weiter. Jetzt wollte ich hier mit der Fähre rüberfahren auf die andere Seite. Personenfähre werden. Und die fährt erst ab 11 Uhr. Und wir haben es jetzt 10.09 Uhr. Ich setze mich nicht eine Stunde hier hin und warte, dass die Fähre fährt. Die Kolonne, mit denen ich dort gezeltet habe, die fahren alle Richtung Norden. Ich bin die Einzige, die hier in Richtung Süden fährt. Ja, das wäre so schön gewesen, mit der Fähre darüber zu fähren. Aber ja, nützt ja nichts. Ich trinke dann noch schnell was und dann geht's weiter. Ich komme aus Höxter, das waren 8,1 Kilometer. Und noch 16 Kilometer bis Bad Karlshafen. Und dann zwischendrin mache ich mal eine Pause. Wieder die Weser. Ah, ich bin so glücklich. Natürlich nicht über den Wind, der von vorne kommt. Wollt ihr noch was zum Campingplatz sagen? Also, obwohl ich schlecht geschlafen habe, hat der Campingplatz mir trotzdem gut gefallen. Am Anfang habe ich ja noch gedacht, das ist alles so eng. Aber genau das hat mir ja dann Sicherheit gebracht. Der Campingplatz hat mich 15,50 Euro gekostet insgesamt. Strom war direkt am Zelt, also auf der Zeltwiese. Radfahrer absteigen. Wir sind ja ein braver Radfahrer. Ich war jetzt in Main-Brexen und fahre jetzt Richtung Lauenförde.
Wir haben eine ganz schöne Geschwindigkeit drauf gewesen. Heute ist es ja nicht mal so heiß wie gestern. Aber trotzdem, der Durst nagt. Ich habe euch mal fotografiert. Oh, Gegenwind, wie verrückt. Boah. Und ich muss Akku sparen. Wir sind in Laune. Ich habe tatsächlich vergessen, Rilly einzuschalten. Naja, das macht jetzt aber auch keinen Sinn mehr. Aber ich stelle euch ja den Link von Komoot in die Beschreibung. Da könnt ihr dort die Route aufrufen und eventuell nachradeln. Ich bin jetzt hier an der Fähre in Würgassen. Ich gehe aber da nicht rüber. Ich fahre einfach dort weiter. Mir hat eine Frau hier aus der Umgebung gesagt, dass die Seite viel schöner wäre und ich soll hier lang fahren. Aber guck mal hier. Das ist auch schön. Ja, jetzt bin ich doch auf der anderen Seite gelandet. Ich bin meinem Navi gefolgt und das wollte hier eine Hauptstraße lang und hat mich nicht auf den Weserradweg geführt. Ich bin jetzt über die Brücke gekommen da drüben und dann da am Hotel Kurpark, da geht's runter. Sieht man kaum. Da ist ein Zeltplatz. Und ich bin in Bad Karlshafen. Und hier. Ja, wenn man keine Karte mit dabei hat und man muss sich nach dem Navi richten, landet man halt natürlich auf einer vielbefahrenen Straße. Zwar auf dem Radweg, aber das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte da drüben langfahren. Die Herren da vorne, die wollten auch direkt an der Weser langfahren. Die hat es jetzt auch hier hoch verschlagen. Ja, ich bin immer noch an dieser saublöden Straße unterwegs. Habe gerade eine Pause gemacht. Zwei Holländer getroffen, ein nettes Gespräch geführt. Und jetzt geht's nach Hannover Schmünden. Und ich wieder an der Weser. Fähre in Warmbeck. Ist er wieder zu Ende? Nee, geht er hoch. Nein. Ja, hier oben, Hannover Münden. Nein.
Sie haben Motor. Nee. Also ich fahre hier weiter und dann gehe ich mit der Fähre rüber. Das ist mir zu doof. Ich fahre nicht hier hoch. Nee. Okay. Dann habe ich Spaß. Tschüss. Ja. Die Fähre, die hat jetzt bis 13:30 Uhr noch Mittagspause. Hier die Straße soll ich hoch. Oder eine halbe Stunde warten. Ja. 1,50 Euro, ja. Also die Beschilderung ist ja nicht so richtig prickelnd. Und dann habe ich jetzt hier Wind. Das fühlt sich an, als wenn das im Gewitter wird. Ei, ei. Bodenfelder. Wir haben ja heute früh alle um 7 Uhr schon unsere Zelte abgebaut, weil Regen angesagt war für 7.30 Uhr. Und dann ging es ratzfatz, sind alle aufgebrochen, alle verschwunden. Und die liebe Gabi war ganz alleine noch da. Ja. Oh oh, das sieht nicht gut aus da oben. Mich hat es jetzt erwischt. Ich habe das Regencape drüber gehauen. Die Hose ist, naja, es geht. So ein Regencape ist halt nicht schlecht. Wenn er mit einer Regenjacke, da wird die Hose mit nass. Ich bin hier an der Wolfgang-Stemmelbrücke. Stremmelbrücke. Ich fahre mal weiter. Ich habe noch 31 oder 30 Kilometer bis nach Hannover. Noch 30 Kilometer bis nach Hannover Schminden. Ich habe Zeit bis 19.30 Uhr. Okay, ich mach mal weiter. Bis gleich. Camping-Dieselwärter. So, ich komme jetzt nach Godelsheim. Habe ich euch schon gesagt, dass ich noch was einkaufen muss? Oder? Ach, bei mir gibt es heute kalt. Ich habe ja gesehen, auf den Campingplätzen gibt es ja auch ab und zu mal was. Vielleicht haben die ja was und dann kann ich immer noch entscheiden.
Letzte Gaststätte vor der Landesgrenze. Scheint aber geschlossen zu sein. Das Kloster in Bosfelde. Herrlich. Richtig schön. Also nicht der Trecker, sondern der auch. Aber die Landschaft dahinter, wunderschön. Glashütte. But I want you close. 5 Kilometer bis Hemeln. Viele Radfahrer entgegengekommen, ausgerechnet hier bei dem Stück, wo es so schmal ist. Without you, everything stops.
10% Gebälle. Ah! Ich hab gedacht, ich bin in Gimse schon durch. Dabei kommt das erst hier vorne. Also heute wird es Zeit, dass ich ankomme, ehrlich. Also mir tut heute alles weh. Ich bin in Gimse. Setz doch mal auf deinen Schmuck. Und fahr gleich mal auf den Radweg. Hannover Schmünden erreicht. Ja. Vielen Dank an Komoot. Schöne Aussicht hier, die ich hier genießen kann. Ich würde euch raten, die Strecke dann den letzten Schluss nicht nachzuradeln, es sei denn, ihr wollt den Ausblick auch genießen. Das ist hier übrigens die Fulda. Besser ist es, über die Werra-Brücke zu fahren. Ja, vielleicht habe ich das auch selber geplant. Tja. Ob ich das hinkriege ohne Hilfe? Könnt ihr mir helfen, das Fahrrad hier runter zu schaffen? Nach unten? Ja. Und Sie die andere Seite? Da hat mir auch ein junger Mann geholfen. Ach so, okay. Dankeschön, vielen Dank. Und schönen Abend. Gleichfalls, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss, dankeschön. Gerne. Gleich an der Rezeption. Ist nicht so weiter, das ist Sunny. Ja. Okay, ich werde mal das Zelt aufbauen. Während ich hier das Zelt aufgebaut habe, ist noch eine weitere alleinreisende Radfahrerin eingetroffen. Wir haben dann ganz schnell die Zelte aufgebaut, haben uns frisch gemacht und sind dann nach Hannover-Schmünden gegangen zur Stadtbesichtigung und sind dann letztendlich im Ratskeller versackt. Deswegen bin ich nicht mehr dazu gekommen, hier Tschüss zu sagen. In dem Sinne, hier jetzt gute Nacht mit ein paar Bildchen. Bis morgen.